2 und wir bitten auf die Bühne Maya R. Alexopoulos vom Turnclub Herford KTV Detmold. Da darf auch schon applaudiert werden. Leonie Hoppe und Joel Stör vom TC Herford. Simon Reinke, Isabel Karl-Winkel vom SC Herford. Marlena Derksen, Cara Zoe Jöllenbeck von der TG Herford. Die Ehrungen vorgenommen werden von Stefanie Wehrhahn und Christian Meyer von der Volksbank Bad Oeynhausen Herford, erzähle ich euch und Ihnen, was denn diese Sportler im Jahre 2016 geleistet haben. Die Maya, Maya Alexopoulos, habe ich das richtig ausgesprochen? Sehr schön. Zweiter Platz beim WTB-Nachwuchswettkampf 2016 in der Altersklasse 7 bis 11. Wir kommen zum... Das war übrigens Turnen, ne? Das muss ich jetzt noch dazu sagen. Turnen. Die Turner werden es gewusst haben, die anderen vielleicht nicht. Gut, wir kommen zum Tennis. Leonie Hoppe. Leonie Hoppe. Ist nicht dran? Dann erzähle ich euch aber trotzdem, was Leonie Hoppe gemacht hat. Erster Platz bei den OWL-Bezirksmeisterschaften im Winter, erster Platz bei den OWL-Bezirksmeisterschaften im Sommer, erster Platz bei den Norddeutschen Meisterschaften im Doppel, zweiter Platz beim Tennis-Europe-Turnier, zweiter Platz bei der Norddeutschen Meisterschaft und zweiter Platz bei der NRW-Meisterschaft. Und die fand bei strahlendem Sonnenschein im Sommer statt. Applaus für die Leonie, die heute offensichtlich krank ist. Joel Steuer, die Tennisdamen, wo sind sie denn geblieben? Erster Platz bei der Norddeutschen Meisterschaft in der Halle, im Einzel und im Doppel. Erster Platz bei der Norddeutschen Meisterschaft draußen, auch im Einzel und im Doppel. Erster Platz beim Tennis Europe Turnier U12 und zweiter Platz beim deutschen jüngsten Turnier in Detmold. Kriegt natürlich auch von ihr einen herzlichen Applaus. Rita Redmeier ist heute leider auch nicht da, verhindert vom Reitverein von Lützow. Erster Platz bei den westfälischen Jugendmeisterschaften U25 für die Ponyfahrer. Jetzt kommen wir zum Schwimmen. Simon Reinke, da ist er. Bezirksrekord über 200 Meter Rücken auf der 25 Meter Bahn, Platz 5 in der deutschen Bestenliste. Isabel Karwinkel, zweiter Platz bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften in 100 Meter Freistil. Marlena Derksen, da ist sie. Eiskunstlauf. Wir bewegen uns weg vom Schwimmen und kommen zum Eiskunstlauf. Zweiter Platz bei den Landesmeisterschaften 2016 in der Kategorie Neulinge. Und die Eiskunstläufer haben sich, glaube ich, heute auf Partnerlook geeinigt. Oder ist das jetzt Zufall? Ist das echt Zufall? Ich dachte schon, ihr hättet da stundenlang vom Spiegel drüber nachgedacht. Cara Zoe Jöllenbeck, dritter Platz bei den Landesmeisterschaften 2016 in der Kategorie Anwärter. Ja, Leonie ist nicht da, ne? Machen wir mal mit dem Simon weiter. Simon hat im Rückenschwimmen ja auch die Rekorde geknackt. Und da sag ich mal, Simon, aua, Rückenschwingen. Woher weiß denn der Schwimmer, dass da jetzt auf einmal das Becken zu Ende ist? Hat er das im Arm oder... Also wenn ich Rückenschwimmen mache, ich gucke immer mal, oh, kommt da schon was? Oder meistens kriege ich dann mit einer älteren Dame, die da hinter mir schwimmt, ins Auge, da lacht er ganz dreckig. Wie macht das der Sportler?
Also bei der 5-Meter-Marke ist dann immer so eine Leine und dann zählt man beim Einschwimmen, wie viele Züge man braucht bis zur Wand.